Was soll das überhaupt sein? Mein eigener Weg. Gibt es überhaupt meinen eigenen Weg, den vorbestimmten Weg, der perfekt für mich ist? Wenn es so einen Weg gibt, wie finde ich ihn überhaupt? Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal Mystery. Mein Name ist Gizem. Na, wie geht's euch so? Auf diesem Kanal reden wir über die Themen Spiritualität, Selbstentwicklung und vieles, vieles mehr. Im heutigen Video geht es insbesondere um das Thema, was man in seinem Leben sozusagen machen möchte und wie das Ganze aussehen soll, weil viele Leute vor allem nach dem Abitur oder nach dem Studium oder was auch immer sich irgendwie verloren fühlen, die wissen nicht, was sie machen wollen oder auch sogar nachdem sie 10, 20 Jahre lang in demselben Beruf gearbeitet haben, viele Menschen fühlen sich irgendwie dann verloren oder wissen nicht, wie es weitergehen soll und haben das Gefühl, sie haben ihren eigenen Weg noch immer nicht gefunden. Wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, auf jeden Fall in den Kommentaren unterhalte ich mich sehr gerne mit euch. Wenn euch das Thema jetzt schon gefällt, dann auf jeden Fall einen Daumen hoch da lassen, nicht vergessen drauf zu klicken. Wenn ihr findet, dass das hilfreich ist und das mit anderen teilen möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auf meine Instagram-Seite geht, dann sehe ich auch, dass ihr das geteilt habt. So, legen wir los mit dem Video. Das allererste, was, wenn es darum geht, den eigenen Weg zu finden, vor allem in der Zeit, in der man wirklich noch absolut nichts gemacht hat. Ne? Also das heißt, du bist aus der Schule rausgekommen, du hattest noch nicht mal einmal eine Joberfahrung in deinem Leben. Wie sollst du dann wissen, wie es überhaupt ist, in diesem oder in jenem Job zu arbeiten? Du kannst es nicht wissen, du kannst es nur erahnen. Deswegen müssen wir die Zeit uns nehmen. Wir müssen uns die Zeit nehmen, wenn wir etwas finden wollen, das uns voll und ganz ausfüllt mit unserer ganzen Persönlichkeit, mit unseren Talenten. Wenn wir so etwas finden wollen, müssen wir ausprobieren. Ohne ausprobieren wird es nicht klappen. Und das Ding ist, wenn man zum Beispiel kellnert, hat man nicht nur einen Blick darauf, was nur Kellner machen, man sieht vielleicht sogar, was Köche machen, man sieht, was der Besitzer des Ladens ungefähr macht. Ihr seht so viele Dinge und ihr könnt alles absorbieren wie ein Schwamm und dazulernen. Also das, was ihr ausprobiert, muss auf gar keinen Fall irgendwas Großes sein. Ein Semester gucken, wie klappt das denn? Passt das zu meinen Fähigkeiten? Ist das Unileben überhaupt etwas für mich? Bevor ihr schaut, was soll ich überhaupt studieren, überlegt euch, ist das Unileben überhaupt was für mich? Weil studieren ist wieder etwas ganz anderes. Das ist auf einem ganz anderen Level, sage ich mal, als zur Schule zu gehen. Ihr könnt, wenn ihr euch überlegt, irgendwo eine Ausbildung zu machen, könnt ihr vielleicht dort in dem Betrieb ein Praktikum machen. Bevor ihr also diese Ausbildung überhaupt anfangt, und hier kommt die eigentliche innerliche Arbeit, und zwar nachdem ihr diese Erfahrung gemacht habt, nachdem ihr wisst, was es heißt zu arbeiten oder wie es in einem Betrieb zum Beispiel aussieht, dann könnt ihr eine Liste machen. Die Dinge, die ihr einfach von Herzen liebt, seit eurer Kindheit zum Beispiel. Ne? Sachen wie, mein Mann zum Beispiel liebt es, Dinge auseinanderzubauen und so technische Sachen. Seitdem er schon klein war, hat er immer seine Spielzeugsachen auseinandergebaut. Ich liebe es schon seit meiner Kindheit, Ideen zu haben, sage ich mal, und Ideen zu verwirklichen. Und ja, ich liebe es schon seit meiner Kindheit zum Beispiel zu quatschen. Das alles könnte ich auf eine Liste schreiben. Dann schreibe ich auf, was ich denn sehr gut kann. Zum Beispiel liebe ich es nicht nur zu quatschen, sondern ich kann auch sehr gut quatschen. Ich kann auch sehr viel labern und reden und kann auch kreativ sein. Das heißt, das gehört auch zu den Dingen, die ich gut kann. So, und dann stellen wir uns die Frage, wie könnte ich anderen Menschen denn mit diesen Fähigkeiten, mit den Dingen, die ich liebe, helfen? Was könnte mein Talent für einen Nutzen auf dieser Welt haben? Was mache ich gerne? Was sind meine Talente und wie könnte ich damit anderen helfen? Das ist natürlich auch sehr wichtig, weil deine Arbeit muss auch einen Wert haben für die Welt sozusagen. Am Ende dieser Ausprobierphase geht es darum, keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Ich hatte irgendwie Angst, Fehler zu machen. Ich hatte Angst, dass meine ersten Videos einfach scheiße werden. Und die ersten Videos, die werden einfach scheiße, das ist nun mal so. Aber du darfst keine Angst haben, Fehler zu machen. Du wirst Fehler machen. Das ist so, du bist ein Mensch, ne? Aber hab keine Angst davor. Lerne aus deinen Fehlern. Freu dich, dass du weißt, wie es nicht geht, damit du lernen kannst, wie es denn richtig geht. Diese Fehler während der Ausprobierphase, sage ich mal, helfen dir dabei, dich selbst zu finden. Der nächste Schritt ist Dankbarkeit.
Dankbarkeit. Und Dankbarkeit kommt bei meinen Videos zumindest sehr häufig vor. Für die Leute, die auch mehrere andere Videos geschaut haben von mir. Beste Perspektive geben, sage ich mal so. Also du kannst auf alles schauen und irgendwie wütend und angepisst sein. Aber du kannst auch für alles dankbar sein. Das ist es. Alles in deinem Leben, was du bis jetzt erlebt hast, auch wenn es schlechte Erfahrungen waren, du kannst sagen, danke, ich habe daraus gelernt oder danke, ich bin jetzt der Mensch, der ich bin, nur dank dieser Erfahrung oder dieser Erfahrung. Das bedeutet, egal wie viele miese Jobs du hinter dir hast, egal wie viel du ausprobieren musstest, egal wie oft du eine Ablehnung von Unis bekommen hast oder egal wie oft du eine Ablehnung wegen Ausbildungsstellen bekommen hast, sei dankbar dafür. Sei dankbar dafür, dass du weißt, dass es nicht in die Richtung geht. Ich selbst zum Beispiel kann heute gar nicht mehr glauben, dass ich mich mal bei Banken beworben habe. Aber ich habe mich bei Banken beworben und danach war ich angepisst, weil die mich abgelehnt haben. Wie die sich überhaupt erlauben können, mich nicht anzunehmen. Und heute denke ich mir, ach du Scheiße, was hätte ich denn gemacht, wenn die mich angenommen hätten? Ich wäre jetzt nicht heute die gleiche Person, die ich jetzt bin. Ich würde jetzt keine YouTube-Videos machen, vielleicht. Ich wäre mega unzufrieden, weil das einfach nicht zu mir passt. Sei dankbar dafür, wenn du abgelehnt wirst. Du bist ein Stück näher dem gekommen, was du eigentlich mal später mal machen wirst. Ein freiwilliges soziales Jahr in einer Kita gemacht. Und am Anfang dachte ich, ja, das ist total was für mich, ne? Das passt zu den Dingen, die ich liebe. Ich liebe Kinder. Das passt zu meinen Fähigkeiten. Ich kann sehr gut mit Kindern umgehen. Das passt auch zu dem, was ich für die Welt tun kann. Und das ist einfach, Kinder zu erziehen. Aber nachdem ich 8 Monate dort gearbeitet habe, habe ich gemerkt, so erfüllend ist das doch nicht für mich. Mir hat es ehrlich gesagt das Herz gebrochen, als nach 6 Monaten Kinder die Kita gewechselt haben, weil das eine Kinderkrippe war. Die Kinder waren unter 3 Jahre alt und die haben halt noch sehr viel Zuneigung gebraucht in dem Alter. Wenn ich diesen Job wirklich machen würde, dann würde ich vielleicht 20, 25 Jahre mich jedes Jahr von irgendwelchen Kindern verabschieden müssen. Und das passt dann anscheinend doch nicht zu meinen Fähigkeiten, weil ich das nicht kann. Jede einzelne Erfahrung, die euch zeigt, was ihr nicht machen könnt, bringt euch näher zu dem, was ihr machen könnt. Während man einen Job macht, den man nicht mag, dann kriegt man auch oft Ideen von den Dingen, also sozusagen Visionen von den Dingen, die man denn machen könnte. Kommen wir zum dritten Punkt. Und ja, es gibt Punkte, auch wenn ich so viel quatsche. Also das erste war ausprobieren, das zweite war Dankbarkeit. Und das dritte ist Vertrauen. Vertrauen auf dich selbst, Vertrauen auf deine Fähigkeiten, Vertrauen einfach darauf, dass dein Herz dir den Weg weisen wird. Weil das Problem ist, auch wenn wir das finden, was wir machen möchten, sind wir so solche Selbstzweifler eigentlich als Menschen, weil das einfach in uns liegt. Wir zweifeln an uns selbst, dass wir sogar, wenn unser Herz laut uns anschreit und sagt, das möchte ich machen, uns nicht mehr loslässt, uns mit Träumen verfolgt und uns das abends durch den Kopf geht, wenn wir versuchen einzuschlafen, sogar dann zweifeln wir an uns. Sogar dann zweifeln wir an uns. Ich kann mich erinnern, ich habe mich abends ausgeheult bei meinem Mann, weil ich das so unbedingt machen wollte und er meinte auch noch, der Arme, ja Schatz, dann mach das doch, ja dann mach das doch, ja dann mach das doch. Aber ich hatte so einen krassen Selbstzweifel da in dem Moment, weil ich das so sehr wollte. Das heißt, wenn du etwas wirklich willst, wirst du auch wirklich verdammt Angst haben zu scheitern. Die Angst davor zu scheitern muss von deinem Vertrauen, dass du es schaffst, besiegt werden. Dein Vertrauen muss stärker sein als deine Angst. Also so sagt dir dein Herz auch, dass du etwas wirklich möchtest, es verfolgt dich praktisch. Es verfolgt dich wirklich. Du kriegst es nicht mehr aus dem Kopf. Und das ist dein Herz, das dich anschreit und sagt, das möchte ich machen. Ich möchte nichts anderes machen. Und dein Kopf sagt dir, ja, vielleicht sollte ich noch Bewerbung für das schreiben. Vielleicht sollte ich noch Bewerbung für das schreiben. In der Zeit habe ich zum Beispiel sehr viel auch darüber nachgedacht. Ja, vielleicht könnte ich ja Hebamme werden. Ich könnte ja auch Krankenschwester werden. Ne? So viele Gedanken gehen dir durch den Kopf.
Du denkst, ich könnte das machen, diese ganzen konventionellen Berufe, aber dein Herz schreit dich an. Abends kannst du nicht schlafen, weil du die ganze Zeit denkst, eigentlich möchte ich YouTube-Videos machen. Eigentlich möchte ich keine Bewerbungen mehr schreiben. Eigentlich möchte ich mir auch keine Gedanken mehr darüber machen, was ich denn jetzt machen will. Ich weiß, was ich machen will. Du musst sagen, ich habe mich jetzt darauf festgelegt und es wird entweder klappen oder es wird klappen. Und Vertrauen ist der Punkt wirklich, wo es bei vielen Menschen, ich will nicht sagen scheitert, aber wenn wir uns das als einen Weg vorstellen, ne, dann ist es ja natürlich ganz einfach, geradeaus zu laufen, aber bergauf, dich einen Berg hoch zu kämpfen, ist extrem schwierig oder extrem hart. Und das ist es, wo dein Vertrauen ins Spiel kommt. Dieses Vertrauen zu gewinnen an dich selber wird hart sein, aber du musst weiter daran arbeiten. Du wirst denken, ich werde nie da oben ankommen. Irgendwas in mir sagt mir, ich werde es schaffen. Das musst du dir selbst sagen. Mein Herz sagt mir, ich werde es schaffen. Und dieses Vertrauen an dich selbst wird sehr oft eingeschüchtert werden, vor allem von anderen Menschen. Also alle wissen es irgendwie besser. Dann kommen natürlich auch die Leute, die sagen, was ist das denn, YouTube-Videos, kann man damit Geld verdienen? Das Gute daran ist, wenn die Menschen sehen, dass du selbst in dich ein starkes Vertrauen hast, dann sehen die Menschen, diese Person ist sehr von sich überzeugt und die fangen an, dich auch zu unterstützen. Das ist es. Das wird bei jedem funktionieren, mit dem du dich über deine Leidenschaft unterhältst. Wenn du dich viel über deine Leidenschaft zum Beispiel unterhältst und mit Leuten darüber redest, wie sehr du das liebst und wie du das machen möchtest und was du da planst, dann werden die Leute dir glauben. Die werden dich angucken, die werden sagen, diese Person hat ein Selbstvertrauen, das so immens ist, die wird das schaffen. Die fühlen das mit dir sozusagen. Die fühlen deine Aura, deine Energie. Egal wie viele Jahre du schon YouTube-Videos gemacht hast und noch keinen Cent gesehen hast, sozusagen. Es ist egal. Es ist egal, wenn du dieses Selbstvertrauen hast, dass du gut darin bist, in dem, was du machst und dass du Leuten damit hilfst. Das reicht schon. Wir müssen nicht wissen, wie es am Ende des Weges aussieht. Unser Herz ist wirklich so eingestellt, der zeigt uns, wie die Scheinwerfer vom Auto mitten in der dunkelsten Nacht werden uns nur die nächsten 10, 15 Meter gezeigt. Wir müssen nicht wissen, wie es am Ende des Weges aussieht. Wir müssen nur wissen, wie die 10, 15 Meter vor uns aussehen. Genauso war es bei mir mit YouTube. Ich wusste nur, ich möchte YouTube-Videos machen, aber ich wusste nicht, was für YouTube-Videos genau ich machen möchte, was möchte ich denn für ein YouTuber sein, wie kann ich das dann mit anderen Dingen verbinden, die ich gerne machen möchte und die ich gerne mache. Wie kann ich das alles verbinden und wie kann ich meine Persönlichkeit zu 100% einbringen, meine Talente zu 100% einbringen, wie soll ich das machen? Diese Antwort kann dir dein Herz nicht geben. Dein Herz kann dir nur sagen, was in den nächsten 10, 15 Metern sein wird. Und das war bei mir YouTube-Videos machen. Ich wusste nur das. Du musst deinem Herzen vertrauen und diese 10, 15 Meter gehen. Nur so kannst du die nächsten 10, 15 Meter sehen und die nächsten und die nächsten. Und wenn du sagen würdest, was ist denn, wenn danach eine Schlucht kommt, dann wirst du das auch nicht erfahren. Ihr müsst auch ein bisschen dieses Risiko eingehen. Ihr seht nicht, was am Ende des langen Weges ist. Ihr seht es nicht und ihr müsst es auch nicht sehen. Keiner weiß, was die Zukunft bringen wird. Auch jemand, der studiert, weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Und auch jemand, der eine Ausbildung macht, weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Die denken nur, sie wissen, was die Zukunft bringt. Sie denken nur, ja, das ist so ein stabiler Beruf und am Ende werde ich genau diesen Job machen. Die denken, die wissen es genau. Die wissen nicht, bei welchem Arbeitgeber. Die wissen nicht, ob die überhaupt bei dieser Branche bleiben werden. Viele Leute, die studiert haben, bleiben gar nicht bei der Branche. Danach machen sie was total anderes zum Beispiel. Keiner kann irgendwie die Zukunft voraussagen, müssen wir auch nicht. Genau deswegen sind wir auf dieser Welt, damit wir die Dinge neu erfahren und nicht die Zukunft voraussagen können. Der allerletzte Schritt ist ein Schritt, bei dem ich selbst jetzt im Moment sogar bin. Und das ist, sei zu 100% dabei. Auch nach 2 Jahren, wenn es immer noch nicht geklappt hat, musst du weitermachen. Du kannst nicht irgendwie im Hinterkopf noch haben, vielleicht sollte ich doch was anderes machen. Das klappt ja alles doch nicht so, wie ich gedacht habe. Du kannst deine Meinung natürlich immer ändern. Aber wenn du vorher genau wusstest, das ist es, was ich machen will, und wenn du dich festgelegt hast vorher, dann bleib dabei. Sei loyal zu dir selbst, sei loyal zu deinem Herzen. Wenn dein Herz dir das gesagt hat und du hast auf dein Herzen
sie hat auf dein Herz gehört und das gemacht, dann bleib auch dabei. Sei loyal einfach. Es wird auch in deinem Traumjob schlechte Tage geben. Es wird auch bei deiner Traumkarriere scheiß Tage geben. Es wird hart sein, überhaupt etwas aufzubauen, wenn du von Null anfängst, wie zum Beispiel bei YouTube-Videos oder wenn du Rapper werden willst oder Sänger werden willst oder wenn du Schauspieler werden willst. Es ist hart, bei Null anzufangen. Es wird langsam vorangehen. Du wirst dir denken, lohnt sich das denn alles? Lohnt sich denn die ganze Arbeit? Und genau dann ist es wichtig, 100% dabei zu sein, loyal zu bleiben deinem Herzen gegenüber und dem, was du dir als Ziel gesetzt hast. Bleib deinen Zielen treu. Wenn du jetzt also in diesem Stadium gerade bist, wo du Willenskraft entwickeln musst, wie das zum Beispiel bei mir jetzt gerade auch ist, es geht nicht darum, wie oft du hinfällst, es geht darum, dass du immer wieder aufstehst. Anstatt mit dir so schlecht zu reden, ne, also das mache ich zum Beispiel im Moment, ne, ich rede so schlecht mit mir, anstatt dich selbst einfach fertig zu machen, bleib dir selbst loyal, entwickle diese Willenskraft und sag dir, ja, gestern bin ich runtergefallen, aber diesmal stehe ich auf. Ich stehe nochmal auf. Und wenn ich nächste Woche wieder kein Video mache, dann werde ich nochmal aufstehen und nochmal ein Video machen. Die Leute, die bei etwas scheitern und es nicht schaffen, das sind die Leute, die einmal weniger aufgestanden sind, die liegen geblieben sind und sich gesagt haben, nee, jetzt bin ich einmal zu viel runtergefallen, kein Bock mehr. Es gibt zum Beispiel auch sehr viele Geschichten darüber, wie Menschen zum Beispiel nach Gold gegraben haben. Ein Minenbesitzer gräbt nach Gold und gräbt und gräbt und gräbt und findet nichts. Und irgendwann gibt er auf und sagt sich, ja, jetzt habe ich einen Tag zu viel gearbeitet, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr, ich verkaufe die Mine. Der verkauft seine Mine als eine Mine, wo wirklich nichts rausgekommen ist, also für billige Spottpreise verkauft er seine Mine. Und der Nächste, der kommt, gräbt ein kleines Stückchen weiter und findet Gold. Aber wärst du noch einen Tag länger dran geblieben, dann wärst du auf die Goldader gestoßen. Man fragt sich mal, ja, wann wird es denn soweit sein? Erlaube dir selber, wenn du bereits angefangen hast, das zu sein, was du sein möchtest. Erlaube dir selber zu sagen, ich bin ein YouTuber. Ich brauche keine 100.000 Abonnenten, damit ich mich selbst YouTuber nennen kann. Ich bin ein YouTuber. Auch wenn ich nur einem Menschen geholfen habe da draußen, der gesagt hat, ey, deine Videos, die sind so, ne, cool, die bringen mich jedes Mal wieder auf neue Gedanken und die inspirieren, bla bla bla. Wenn ich nur einem Menschen geholfen habe, dann bin ich ein YouTuber. Verdammt nochmal. Ich habe mit meinen Videos etwas erreicht. Ich habe jemandem geholfen. Erlaub dir selbst, das zu sein, was du sein willst. Jetzt. Und nicht erst, wenn ich das habe, dann bin ich das. Erst, wenn ich eine Werkstatt habe, dann bin ich ein Automechaniker. Erst, wenn ich 50 Autos besitze, bin ich ein Autohändler. Erst, wenn ich 10.000 Platten verkauft habe, dann bin ich ein Rapper. Erst, wenn ich Millionen Klicks auf YouTube mit einem Video gemacht habe, dann bin ich YouTuber. Nein, du brauchst das alles nicht. Das alles sind nur äußerliche Faktoren. Wenn du morgens aufgestanden bist und deine Kamera angemacht hast und ein YouTube-Video gedreht hast, dann bist du ein YouTuber. So einfach ist das. So einfach ist das. Und gib dir selbst die Chance, das zu sagen, das laut zu sagen. Wenn du morgens aufgestanden bist und angefangen hast zu rappen und irgendwelche Zeilen aufzuschreiben, dann bist du ein Rapper. Dann bist du ein Rapper. So einfach ist das. Und du brauchst nicht das, dann bin ich das. Dann suchst du ja nach irgendwas, das da draußen ist. Du brauchst nur das, was in dir ist. Wenn du vom Herzen etwas machst, dann bist du das. Sei nicht stolz auf die Sachen, die dir andere Leute geben können. Sei nicht stolz auf das Geld, das du von jemandem bekommst. Sei nicht stolz auf die Aufmerksamkeit, die du von jemandem bekommst. Sei stolz auf dich. Sei stolz darauf, was du machst und wer du bist. Denn nur das ist unser Weg. Wer wir sind, ist unser Weg. Was wir erreichen, zum Beispiel, wie viele Menschen wir inspirieren. Nicht, wie viel Geld wir verdienen, sondern was wir in dem Leben anderer Menschen bewirken. Das ist unser Weg. Deine Legende ist nicht, was für ein Haus du hast oder wie viel Geld du hast, sondern wie viel Leben du berührt hast. Das ist deine Legende und das ist dein Weg. Also, ich hoffe für euch alle, dass ihr natürlich euren Weg findet. Und wenn ihr denn meinen Kanal abonniert, dann sehen wir uns auch beim nächsten Video hier bei mir. Tschüss!